Danke, Herr Präsident. Herr Kollege Sieber, Sie sitzen ja schon einige Tage im Parlament, ja, und möglicherweise sind Sie auch schon im Untersuchungsausschuss gewesen. Sie haben gerade hier vom Rednerpult aus behauptet, Herr Kollege Sieber, seien Sie jetzt aufgeregt, Sie wissen, was kommen, jetzt kriegen Sie nämlich einmal die Erklärung, wie Parlamentarismus funktioniert. Sie haben gerade hier vom Rednerpult behauptet, Herr Kollege Sieber, es gäbe eine eidesstattliche Erklärung vom Herrn Magister Pilnacek, der sinngemäß die ÖVP freispricht. Ich berichtige tatsächlich. Ein Untersuchungsausschuss ist keine eidesstattliche Erklärung, zum einen. Und zum zweiten, wenn man die Protokolle durchliest, die 123 Seiten, die der Herr Kollege Stocker immer wieder erwähnt, dann kommt man zum Schluss, dass diese 123 Seiten bei Weitem nicht beinhalten, dass die ÖVP nicht interveniert hat bei ihm, sondern beinhalten in erster Linie die Fragestellungen der Abgeordneten und in zweiter Linie die Geschäftsordnungsmeldungen, die Sie provoziert haben. Und das als Verteidigung heranzuziehen, ist unverschämt.